tut uns leid, dass es länger gedauert hat, aber es gab viele Interessenten an dem Buch von Herrn Bo und er hat signiert, wie versprochen. Also bitte entschuldigen Sie die Verzögerung von einer Viertelstunde. Wir kommen jetzt zur Diskussion. Ich will dazu in der Sache gar nicht einleiten, sondern Ihnen gleich das Wort erteilen. Es ist, ich wiederhole nochmal, wir haben hier ein Mikrofon, das steht da und Sie können von dort aus sprechen, dann sieht man Sie auch. Die große Bitte an Sie ist, dass Sie sich kurz halten und ich verspreche für unseren Referenten, dass Sie sich auch kurz halten in der Antwort. Okay? Und damit kriegen wir nämlich eine lebendige Diskussion. Halten Sie also keine Referate. Und ja, das Übliche ist ja, dass man fragt, aber das will ich darauf nicht einengen. Man kann auch sagen, was man denkt, wenn man meint, dass das sinnvoll ist. So, jetzt sind Sie dran. Ach so, da die herzliche Bitte an Sie noch. Da wir hier unsere Namen genannt haben, wäre das ganz nett, Sie würden den Ihren auch nennen. Und dann kommt es ein bisschen aus der Anonymität raus. Das tut dem Ganzen gut. So, bitteschön. Und ich gebe das Mikrofon an Herrn Bo rüber, sodass er dann gleich antworten kann. Danke. Mein Name ist Alexander Unziger. Ich bedanke mich erstmal für den großartigen Vortrag. Wie kam es dazu? Und wenn Sie erlauben, meine Frage dreht es in die Zukunft um, weil das ist das, was mich umtreibt. Wo führt uns das hin? Es ist ja so, dass die NATO faktisch einen Krieg gegen Russland führt und Russland sozusagen nur einen Krieg gegen die Ukraine führt. Ich sehe darin eine gefährliche und untypische Asymmetrie in diesem Konflikt. Und wenn man jetzt in die russischen Debatten schaut, in die Fernsehtalkshows, sieht man sehr beunruhigende Stimmen, die dann sagen, der Westen kapiert es erst, wenn ihm auch die Raketen um die Ohren fliegen. Auch Craig Paul Roberts kritisiert die Russen dafür. Und augenscheinlich ist es ja gerade Putin, der diese Eskalation offenbar nicht will. Daher die Frage bezogen auf Ihren Buchtitel: Ist Putin in diesem Sinne Herr des Geschehens? Wie lange noch, dass er die NATO nicht angreift und kapiert der Westen diese Situation? Danke. Man muss nicht vergessen, dass am 26. Februar letztes Jahr, das ist ein Tag nach dem Anfang der Sonderoperation, hat Zelensky der Außenministerium von der Schweiz angeläutet und hat ihm gefragt, eine Friedenskonferenzen zu organisieren. Die Schweiz war bereit, aber die EU wollte nicht. Hat sofort einen Sonderkredit von 500 Millionen, davon 450 für Waffen entschieden. Die Verhandler, das heißt die Person, die Verhandlungen gemacht haben auf Seite der Ukraine, wurden erschossen. Erschossen. Ich könnte das zeigen, vielleicht, wenn man das kam nicht von mir. Das wurde gesagt vom Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes. Das war sogar einer von seinen Menschen, der umgebracht worden. Er war Verhandler in der Diskussion in Gomel, in der Nähe von der Belarus-Grenze. Und er wurde erschossen durch den Sicherheitsdienst, der ukrainische Sicherheitsdienst. Ein Monat später, am 21. März, hat Zelensky einen Vorschlag für Verhandlungen an Russland erteilt. Dieser Vorschlag wurde unterzeichnet von der ganzen ukrainischen Delegation. Lavrov hat das angenommen, hat gesagt, das ist interessant, wir können etwas verhandeln darüber.
Aber Großbritannien ist gekommen. Boris Johnson hat Zelensky angeleitet und das weiß man, weil man hat das Transkript vom Telefonate und er hat gesagt, Sie müssen Ihren Vorschlag sofort zurückziehen, sonst wir unterstützen Sie nicht mehr. So, der West hat im Prinzip ausgetauscht den Vorschlag von Zelensky gegen eine unendliche Unterstützung der Ukraine. Und das ist genau die Situation, die man hat aus Sicht von Russland. Russland hat gesagt, wenn Sie Vorschläge machen, in denen Sie sind bereit einzugehen und dann Sie zurückziehen diese Vorschläge, die haben, ich erinnere, dass wenn die Minsker Abkommen hätten respektiert wären gewesen, man hätte heute keinen Krieg. Man hätte keinen Krieg. Und wer wollte das nicht umsetzen? Das habe ich vorher gesagt. Das heißt, aus der Sicht von Moskau, das ist klar, dass der Westen will überhaupt keinen Frieden. Und nicht einmal Verhandlungen. Das Problem ist vermutlich, dass mit den kommenden Präsidentialwahlen in den USA die Amerikaner fangen an zu denken, dass so Biden kann nicht in einer Präsidentialkampagne mit einem Krieg hinter sich zu haben. Und vielleicht wäre das eine Motivation, um eine diplomatische Lösung zu finden. Aber man muss sagen, Frieden war auf dem Tisch. War auf dem Tisch Anfang letztes Jahres, aber man wollte das nicht, weil Russland muss verlieren. Und warum musste Russland verlieren? Das ist nicht nur ein militärischer Sieg der Ukraine. Wenn das Interview von Oleksiy Arestovych, wenn ich die volle Interview gezeigt hätte, er erklärt, dass der Großteil des Sieges des Westens wären dank Sanktionen. Deshalb sind diese massive Sanktionen genommen worden. Das wäre der Hauptelement, nicht das Militärische. Das Problem ist, dass die Ukrainer haben unterschätzt der Dauer des Krieges. Die haben gemeint, wir werden nur ein paar Tage kämpfen und Russland wird sofort zusammenbrechen. Und so ist das. Man hat tatsächlich die Ukrainer getäuscht, weil in der Tatsache die Wirtschaft heute von den letzten Zahlen der Wirtschaft in Russland zeigen, dass Russland wird bereits dieses Jahres, aber vor allem nächstes Jahres, ein Wachstum haben. Und Europa und Deutschland übrigens ist in Rezession. Mein Name ist Peter Biebel. Ich vertrete den Gesprächskreis Darmstadt der Nachdenkseiten. Und ich hätte zwei kurze Fragen, bitte. Weil man hat selten die Möglichkeit, einem Insider Fragen stellen zu können. 1999 im April hat sich die NATO eine eigene Doktrin selbst verschrieben, dass sie außerhalb des Bündnisses oder der Bündnisgebiete und ohne Vorlage einer UN-Resolution im Falle von Krisen eingreifen darf oder eingreifen wird. Meine Frage an Sie, Herr Bo, das ist die erste Frage, besteht diese Doktrin heute noch? Die zweite Frage, es gibt in YouTube von einem Zwiegespräch Daniele Ganser mit Ulrike Guerreau und Ganser weist darauf hin, dass es offensichtlich Diskussionen gibt, dass wenn in Saporischschja eine nukleare Wolke aus welchen Gründen auch immer austreten würde und wenn diese Wolke über das Bündnisgebiet der NATO getrieben werden würde,
dass in einem solchen Fall Artikel 5 des NATO-Vertrags ausgelöst werden kann. Wissen Sie etwas darüber? Das Problem der NATO ist, dass seit Ende oder Abschaffung, muss ich sagen, des Warschauer Paktes, hat NATO keinen Feind. Oder? Das ist die Problematik. NATO wurde kreiert, um Sowjetunion in erstem Rang und Warschauer Pakt existierte noch nicht übrigens in 1949. Warschauer Pakt wurde geschaffen erst nach Beitritt der Bundesrepublik in der NATO. Oder? Aber Fakt ist, dass NATO hat keinen Feind. Und das ist die Problematik. Ich bin nicht gegen oder für NATO. Ich habe 5 Jahre in der NATO gearbeitet, aber ich bin in der Auffassung, dass NATO hat noch nicht die Fähigkeit, sich zu adaptieren an der neuen Situation. So, das ist für mich eine veraltete Organisation, die für den Kalten Krieg kreiert worden ist und nicht mehr an das moderne Umfeld angepasst ist. Die Idee der Russen damals war eine Sicherheit durch Kooperation. Das ist, was Gorbatschow genannt hat. Übrigens, das war eine Idee von Charles de Gaulle in den 50er Jahren. Er hatte so diese Sicherheit de l'Atlantique à l'Ural definiert. Und Gorbatschow hat das unter das gemeinsame Haus bezeichnet, oder? Aber das bedingt, und das war das Modell der OSZE. OSZE, Organisation Sicherheits- und Kooperation. Und die Russen hatten im Sinn, nach dem Ende der Kalten Krieg, die Erweiterung des OSZE sozusagen. Weil es gibt zwei Arten, Sicherheit zu haben, grundsätzlich. Entweder sind sie stärker als ihren Feind und sie kämpfen härter, oder sie sind sympathisch mit ihm. Das sind zwei verschiedene Arten, die Sicherheit zu haben. Das Problem ist, dass die Russen waren bereits Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die waren bereit, in den zweiten Paradigmen einzutreten. Das heißt, Sicherheit durch Kooperation. Und persönlich, abgesehen von was Putin denkt, ich behaupte, dass die Sicherheit durch Kooperation hat mehr Zukunft als Sicherheit durch Konfrontation. Jetzt die zweite über Saporoge. Das ist so. Wenn ich nochmals dieses Interview von Arestovic gezeigt hätte, vollständig, Sie hätten gesagt, dass ein wichtiges Element auch der Idee der Ukraine, als diese Provokation in Donbass geplant war, war die Idee, dass NATO bzw. westliche Länder hätten eine No-Fly-Zone, das ist eine Zone, wo verboten ist, eine Flugverbotszone über Ukraine. Und das hätte Ukraine eindeutig einen Vorteil gegeben gegenüber den Russen. Und wenn Sie merken, seit Februar letztes Jahr, alle Anstrengungen von Zelensky sind, um so eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone über Ukraine zu haben. Und das beste Mittel für das, Sie haben versucht, mit Menschenrechte oder Kriegsverbrechen oder Mariupol zum Beispiel. Jetzt hat es bewiesen, dass Mariupol, die Russen haben gar kein, also die haben vermutlich Kriegsverbrechen gemacht. Ich weiß nicht alles, aber das war das Problem der Frauenspital in Mariupol. Und das, ich glaube, es wurde jetzt man hat festgestellt, dass die Russen haben nichts Böses gemacht diesbezüglich. Aber die Ukrainer haben versucht, dieses Ereignis zu benutzen, um ein Flugverbot zu haben.
Weil dann würden die Zivilbevölkerung direkt von den Russen bedroht. Das ist ungefähr, was passiert ist in Libyen für das sogenannte Massaker von Benghazi. Das ist der Grund, warum die westliche Länder, das ist nicht gerade NATO, aber Frankreich, Großbritannien und Amerika, haben ein Flugverbot entschieden über Libyen, obwohl am Schluss man hat festgestellt, dass dieses Massaker in Benghazi hat nie stattgefunden. Aber wow, das ist so. Aber aufgrund von diesem Flugverbot hat man nachher das Regime umgestürzt und so ist das gegangen. Und Zelensky möchte das selber gleich machen. Deshalb, er hat schon letztes Jahr, im Sommer letztes Jahr, hat er auch die Russen angeklagt, der gesagt, die Russen wollen Saporosche zerstören. Es wurde in der Zwischenzeit bewiesen, dass im Grunde genommen es sind die Ukrainer, die Raketen auf die Zentrale geschossen haben, um zu sagen, das sind die Russen und so ein Flugverbot so zu haben. Und das war ungefähr die Idee. So die Idee, das Problem von Saporosche, die Russen besitzen, die besetzen das Gebiet und die betrachten diese Zentrale als ihre Zentrale. So, das ist ungefähr wie Nord Stream 2. Warum sollte einer, der etwas besitzt, das zerstören? Das hat keinen großen Sinn. So, die Idee des Saporosche, und das könnte auch mit anderen Sachen kommen übrigens, das ist die Idee, dass man ein Flugverbot erreichen könnte. Es geht einfach um das. Das ist der Grund übrigens, jetzt die Amerikaner in den letzten Tagen, weil man hat das Problem von Saporosche ist wieder aufgetaucht, und dann die Amerikaner haben mit den Ukrainern gesprochen und plötzlich gestern oder vorgestern hat der Chef der ukrainische Militärnachrichtendienst hat gesagt, ja, am Schluss gut, alles gut gedacht, es gibt keine Bedrohung auf Saporosche. So, es gibt keine Bedrohung auf Saporosche. Danke. Mein Name ist Karl-Jürgen Müller, ich komme aus der Schweiz und arbeite dort bei der Zeitung Zeitfragen mit. Ich wollte zuerst einen zweifachen Dank aussprechen an Sie, Herr Both, für Ihren hervorragenden Vortrag. So etwas müsste man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. Aber das ist wahrscheinlich im Augenblick ein Traum. Und auch mein Dank an die Nachdenkseiten. Ich will das nur sagen. Die Nachdenkseiten sind eine Institution, die auch für die Schweizer Diskussionen sehr, sehr wichtig ist. Danke. Und meine Frage, mich beschäftigt, und vielleicht können Sie oder vielleicht können auch andere darauf antworten, mich beschäftigt die Situation der Friedensbewegung in Deutschland und in Europa. Seit dem 24. Februar, es fängt mit Pressemitteilungen von der IPPNW am 24. Februar 2022 an, wird ständig Russland verurteilt. Die Begriffe sind hier allen bekannt. Ich bin der festen Überzeugung, das dient nicht dem Frieden. Und ich frage mich, warum die Friedensbewegung das macht. Danke, danke für Ihre Frage. Ich kann für die Situation der Friedensbewegung in Deutschland nicht antworten. Das ist mir nicht bewusst genau, was passiert. Ich wurde von Friedensbewegung in Amerika kontaktiert und wir haben Videokonferenzen mit der ganzen Welt übrigens gehabt. Ich habe den Vortrag, den Sie gesehen haben, ungefähr, das habe ich gezeigt. Und da Leute, so die von den Teilnehmern waren Leute aus Kiew. Die haben gesagt, was Herr Bo sagt, ist vollkommen richtig. Das ist, was ich kann sagen, oder? Das heißt, es gibt in Ukraine Leute, die nicht unbedingt die Propaganda hören, aber die haben auch ihre eigene
Quellen, die haben auch ihre eigene Denkvermögen, oder? Und es gibt Leute, die versuchen, etwas zu tun, aber mehr als das kann ich leider nicht viel sagen, aber vielleicht Leute im Saal könnten bessere Antwort über was in Deutschland passiert beantworten. Vielleicht sage ich dazu etwas, was ich jetzt nicht mit allem belegen kann, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass Ihre Kollegen in Nachrichtendiensten und die damit verbundenen Regierungen sich ein Land wie Deutschland genau angucken und fragen, wo sind die Schlüssel, wo wir die öffentliche Meinung und die Politik umdrehen können. Und da haben die sich halt ausgesucht, dass die Friedensbewegung ein wichtiges Element ist. Und dann muss man da nur das organisieren, wie man zumindest Teile einer solchen Bewegung unter die eigenen Finger bekommt. Und wir erleben das ja leider bei uns, bei einer Partei, für die ich früher als Mitarbeiter von Helmut Schmidt noch geworben habe, dass man mit den Grünen koalieren sollte. Inzwischen bin ich völlig ernüchtert und ich kann das gar nicht anders erklären. Das kann man an Lip Mott, an Füchs und an Frau Marie-Luise Beck ja auch sicher festmachen, dass dahinter ganz andere Kräfte stecken. Ich würde jedenfalls, wenn ich verantwortlich wäre für die CIA, hätte ich diese Ansatzpunkte in der deutschen Politik gewählt. Und warum sollen die das nicht machen? Vielleicht etwas muss man auch sagen bezüglich der Nachrichtendienste, weil Nachrichtendienst wurde angesprochen. Ich habe in meiner Karriere, ich habe mit allen westlichen Nachrichtendienste gearbeitet, sehr viel mit dem BND übrigens, als der BND noch in Pulach war, neben München. Und ich bin selber in der amerikanischen Nachrichtendienst ausgebildet worden, oder? Und auch in dem britischen übrigens. Das heißt, ich werde nicht viel in Detail gehen, aber ich bin dort ausgebildet. Ich kenne diese Leute, ich kenne die verschiedenen. Es gibt ungefähr 17 Nachrichtendienste in Amerika. Ich kenne sehr viele davon. Ich habe mit denen gearbeitet. Das ist beruflich, nicht als Spion, sondern beruflich. Und ich habe immer noch Kontakte mit Leuten vom Nachrichtendienst in Europa. Und ich kann Ihnen sagen, und vielleicht bevor das, ich muss sagen, man muss unterscheiden die Leute, die die Situation analysieren, innerhalb vom Nachrichtendienst. Das sind rein Analytiker, das sind Techniker, das sind Leute mit sehr hoher Kapazität. Und für mich, das ist nicht, weil ich in Deutschland bin, aber ich muss sagen, einer der besten Nachrichtendienste, die ich kenne, ist der BND. Ohne Zweifel. Das Problem ist, dass was die Analytiker machen, bleibt an einem gewissen Niveau, was die Diskussion mit der Politik, der politische Niveau ist ein Niveau innerhalb vom Nachrichtendienst, der bereits politisiert ist. Das heißt, sehr viele Informationen gehen nicht nach oben oder nicht ganz nach oben. Und am Schluss die Spitze des Nachrichtendienstes, weil das sind Politiker, doch die werden politisch ausgewählt. Das gilt für CIA, das gilt für MI6, das gilt für DGSE, das gilt für BND. Die Spitze, das sind nicht Analytiker, die waren gut und sie sind gestiegen und bla 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 und bla 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 und bla bla bla. Nein, das sind Leute, die wurden ernannt durch Politiker und deshalb, das sind Politiker und die reagieren wie Politiker. Und das ist das Problem der Nachrichtendienste. Und das Gleiche gilt übrigens in Amerika und so weiter. Die Spitze ist voll polarisiert. Wenn ich rede mit Kollegen, die tiefer in der Hierarchie sind, die sagen, wir sind völlig mit dir einig. Deine Analyse stimmt vollkommen. Aber das geht einfach nicht zum politischen Niveau. So, man muss hier man muss verstehen das. Natürlich, man kann sagen, BND sagt nicht, wissen, weiß nicht und so weiter. Ich bin nicht so.
der Techniker, der ehemalige Nachrichtendienstler, würde sagen, man muss unterscheiden. Ich bin überzeugt, dass innerhalb vom BND sind ausgezeichnete Leute, die wissen bestimmt, was genau passiert in Ukraine. Und alles, was gesagt worden ist, die wissen das. Aber die politische Spitze der Pyramide, die spielen nicht dann die Spielregeln. Das ist meine Auffassung. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Friesen. Ich habe eine Frage zu Ihrer Slide, zu der Responsibility to Protect und Ihren Schlussfolgerungen. Also ja, die Schlussfolgerungen, die stimmen, glaube ich, so ziemlich genau überein, wie Russen tatsächlich damals argumentiert haben. Ich habe mir die Rede von Putin damals angehört. Meine Frage geht in die Richtung, ob Putin oder Russland bei der technischen Ausführung der Intervention oder Spezialoperation einen Fehler gemacht haben, was uns dann dazu befähigt hat, von Angriffskrieg zu reden letztendlich und der Ukraine jetzt diese massive Unterstützung zukommen zu lassen. Weil statt die Separatisten, Gebiete, Volksrepubliken, wie auch immer man sie nennen möge, zu schützen, indem man vielleicht reguläre Einheiten da reinbringt und die Initiative für den Angriff letztendlich durch den Ukrainern überlässt, sind russische Truppen dann direkt auf Kiew losmarschiert. Ja. Das ist eine sehr gute Frage und ich habe, ein anderer Kollege hat eine sehr ähnliche Frage gestellt während der Pause. Vielleicht kommt demnächst, um seine Frage zu stellen. Das ist ungefähr die gleiche. Wenn man die Rede von Putin hört, die Rede, der am 24. Februar letztes Jahr gesagt hat. Er hat gesagt, zwei Ziele. Zwei Ziele wollte er erreichen. Die Entnazifizierung und die Entmilitarisierung. Diese zwei Begriffe hat er übrigens aus der Deklaration von Potsdam, die Alliierten eruiert haben in 1945, bevor der Fall von der Dritte Reich. Und dann ging es um vier Ziele. Demilitarisierung Deutschlands, Entnazifizierung Deutschlands, Demokratisierung Deutschlands und Dezentralisation Deutschlands. Das waren die vier Objektive. Und Putin hat die zwei ersten Objektive oder Ziele genommen für seine Operation, Entmilitarisierung, Entnazifizierung. Entnazifizierung richtete sich an den Rechtsextremisten, einige sagen Neonazi, Verbände, paramilitärische Verbände, die vor allem in Mariupol tätig waren. Das waren die Truppen von zum Beispiel Dimitri Jarosch, Pravi Sektor, der rechte Sektor oder Sektor Recht, das sind sehr, sehr Rechtsextremisten, und auch die sogenannte Azov-Bewegung, die in Mariupol geboren ist. Dafür übrigens am 28. März letztes Jahr, als Mariupol war von den Russen umkreist, haben russische Militär haben offiziell gesagt, das wurde im Financial Times berichtet übrigens, die haben gesagt, am 28. März, der Ziel Entnazifizierung ist erreicht. Punkt. 28. März letztes Jahr. Das wurde erreicht, weil es ging vor allem um die, man muss auch wissen, dass die Azov-Bewegung bzw. Azov-Miliz hat im 2014 Massaker in Mariupol gemacht gegenüber die russische Bevölkerung und das haben die Russen nie akzeptiert. Und dafür die Entnazifizierung und dafür wurde nach dem Sitz von Mariupol das Problem, dieses Ziel wurde erreicht. Das zweite Ziel ist Entmilitarisierung.
Entmilitarisierung bezieht sich auf die Militär, und das sagt Putin ganz genau, Sie können diese Rede sehen auf YouTube und so weiter und sogar lesen, weil die ist in den Transkript vom Kremlin, die offizielle Website der Regierung, so Sie können da die lesen. Und da merken Sie, dass es geht um die Entmilitarisierung der Bedrohung gegen die Bevölkerungen vom Donbass, die russische, nicht nur Donbass, sondern die russische Bevölkerung in Ukraine. Das heißt, es ging darum, die russische Bevölkerung in Ukraine zu schützen. Dafür musste die ukrainische Armee entmilitarisiert, entwaffnet, Sie können das interpretieren, aber das war die Idee. Und darum hat diese Operation, aber ich gebe zu, und ich glaube, Ihre Frage ist vollkommen berechtigt, weil das Problem der Russen ist, dass die sind sehr schwach an der Kommunikation. Und die haben eine Haltung gegenüber Krieg, die ist extrem fast bürokratisch ist in dem Sinn, obwohl im Feld sind nicht bürokratisch, aber in der Kommunikation und im strategischen Behandlung der Sache, die haben sich ein bisschen verbessert seitdem, aber im Grunde genommen, vor allem am Anfang der Operation, das war sehr schlimm, die können nicht, die wissen nicht, wie kommunizieren. Das ist das Gegenteil wie Zelensky, die im Gegenteil hat überhaupt keine Resultate im Feld, aber kann hervorragend kommunizieren. Und da haben wir tatsächlich zwei Arten, einen Krieg zu führen, sozusagen. Einmal, die Russen wollen konkrete Ziele erreichen, aber die kommunizieren sehr schlecht über das. Und die Ukrainer, die Ziele sehr schlecht erreichen, aber sehr gut kommunizieren über das. Das sieht man genau mit der Gegenoffensive heute. Diese Offensive seit einem Monat hat überhaupt kein Erfolg gehabt. Kein. Null. Kein. Aber unsere Medien berichten nur die Angriffe, nicht die Rückzüge. Deshalb, man hat den Eindruck, die sind immer positiv, das geht immer in die gleiche Richtung. Immer. Und das ist diese Kommunikation ist sehr stark, muss ich sagen. Die Ukrainer sind sehr, sehr stark. Das Problem ist, dass egal ob ihre Kommunikation gut oder schlecht ist, am Schluss, das sind immer noch Leute, die sterben. Okay, schlimm. So. Er hat mehr. Es gibt die Amerikaner haben für den Krieg in Ukraine eine Organisation, die ungefähr mehr als 150 Public Relations Firmen, die funktionieren. So, das ist nicht nur so, das ist extrem komplex, oder? Das ist eine sehr komplexe Organisation. Die NATO, besser gesagt, nicht die NATO, sondern einige Centres d'Excellence, Center of Excellence of NATO, vor allem der im Litauen, wenn ich mich nicht täusche, arbeitet für die Kommunikation, Werbung sozusagen des Krieges. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber ich werde darauf hören. Das muss ich mal widersprechen. Als Zuständiger für Wahlkämpfe kann ich nur sagen, dass die Zahl von Werbeagenturen, wenn die steigt, eher ein negatives Kriterium ist, nicht ein positives. Also wir hatten immer nur eine Agentur, nur musste die gut sein. Und dann gab es noch vielleicht zwei oder drei PR-Agenturen. Aber vielleicht ist das aus der Welt. Und heute ist die Zahl von Agenturen, die man einschaltet, entscheidend dafür, ob man Erfolg hat. Aber das ist wirklich eine unsachliche Zwischenbemerkung, aber das reizte mich mal so. Bitteschön. Mein Name ist Christian Schmeisser. Ich wollte ganz knapp eine Frage stellen zu Sergei Karaganov. Ich darf es ganz knapp umreißen und komme zu meiner Frage. Ein ganz wichtiger Berater des russischen Präsidenten Sergei Karaganov, die meisten werden seinen aktuellen Aufsatz kennen, wo er nukleare Angriffs-Preemptive-Schläge von russischer Seite gegen östliche NATO-Verbündete, zum Beispiel Polen, vorschlägt, um den westlichen Respekt
vor der nuklearen Abschreckung der Russischen Föderation wiederherzustellen, vor dem Hintergrund, dass vor allem neokonservative Hardliner in den USA, Victoria Nuland und ihre Freunde, ich kürze ab, in schlimmster Weise den Kriegsvorgang in der Ukraine eskalieren. Meine Frage jetzt, wie verorten Sie diesen aktuellen Karaganov-Artikel? Auf was, auf welche zukünftige Entwicklung könnte er hinweisen? Wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearkriegs aus Versehen, den keiner will, ein? Ich erinnere nur an Abel Archer, November 1983. Okay, danke. Über den Artikel, ich habe den Artikel nicht gesehen oder das sagt mir nicht gerade. So, ich werde mich nicht ausdrücken über etwas, das ich nicht kenne. Was das Risiko vom Nuklearkrieg, die Fakten sind die folgende. Es wird immer auf westlicher Seite, man sagt, Putin will mit Nuklearwaffen und so weiter. Tatsache ist, dass Putin hat nur Nuklearwaffen erwähnt, wenn westliche Führungspersonen haben Nuklearkrieg erwähnt. Erst nachher, nie vorher. So, das ist immer eine Antwort gewesen und nicht, Putin ist nie mit dem Begriff von Nuklearwaffen als Elemente als Erste gekommen. Das beste Beispiel wurde am 24. Februar Jean-Yves Le Drian, das war der Außenminister aus Frankreich, hat dann, so die Spezialoperation von den Russen wurde gerade angefangen, und dann Le Drian hat gesagt, ja, Putin muss nicht vergessen, dass NATO ist auch eine Nuklearmacht. Und dann hat Putin erwähnt, dass er hat auch Nuklearwaffen und so weiter. Das Gleiche, das ist auch ein paar Tage später, hat Liz Truss gesagt, auch ungefähr das Gleiche wie Le Drian, Putin hat beantwortet. Und in August, wenn ich mich nicht täusche, in August letztes Jahres, als Liz Truss war im Wettbewerb, um ersten Minister zu werden, sie hat sogar gesagt, und dies war Kandidatin zum ersten Ministerposition, nicht vergessen. Sie hat gesagt, in einer Interview am Fernsehen, sie hat gesagt, sie wäre bereit, den Nuklearkrieg anzufangen gegen Russland, auch wenn das zur globalen Destruktion führen könnte. Das hat sie gesagt. Das ist veröffentlicht, Sie sehen das auf YouTube, so, das ist nicht meine Erfindung. Dann natürlich, Putin hat beantwortet, dass man muss, diese Leute sind total unverantwortlich. Wenn man gut schaut, auch die Verlegung übrigens, die Verlegung von Nuklearwaffen, das heißt die Stationierung von Nuklearwaffen auf Belarus-Territorium, ist nicht so gekommen, einfach so, weil in unserer Presse niemand hat gesagt, dass zwei Wochen früher hat ein Bombardierflugzeug, ein B-52, im Golf von Finnland einen Angriff simuliert, das war real, simuliert einen Angriff gegen Königsberg, also Kaliningrad. Und das ist ein Flugzeug, der aus Amerika gekommen ist. Nachher ist er zurück auf Estland und zurück nach in England, der ist er gelandet. Das steht in meinem letzten Buch. Das heißt, die NATO oder die Amerikaner haben eine tatsächliche, konkrete, physische Simulierung gemacht von einem Nuklearangriff. Und dann hat Putin entschieden, die Waffen nach Belarus, oder einige Waffen in Belarus zu stationieren. Das heißt, wenn man alles betrachtet, man sieht, dass die Russen, Wladimir Putin, aber auch seine Regierung, haben eine sehr vernünftige und angemessene
Verhalten gegenüber Nuklearwaffen. Auf westlicher Seite hätte ich eigentlich mehr Sorgen, weil jeder kommt mit seiner Bedrohung da, ohne richtig zu denken oder im Voraus denken, was könnte daraus passieren. So, in diesem Sinn, der Westen macht mir mehr Sorgen als die Russen. Da unsere Freunde hier so lange stehen müssen, plädiere ich ein bisschen dafür, obwohl das eigentlich sachlich nicht zu rechtfertigen ist, dass Ihre Antworten kürzer ausfallen. Es ist deshalb nicht gerechtfertigt, weil Sie inhaltlich so faktenreich sind. Aber das müssen Sie mitentscheiden. Ich wollte nur ein bisschen schnelleren Dialog erzeugen, ohne Ihr Faktenwissen zu stoppen. So, bitteschön. Mein Name ist Harald Pfleger. Ich bin begeisterter Leser der Nachdenkseiten und ich finde auch Ihren Vortrag und Ihre Äußerung sehr gut. Und ich bin auch froh, hier unter meinen Gleichen zu sein. Ich habe eine Anmerkung zu dem Minsker Abkommen. Ja. Da waren 4 Länder beteiligt. Mhm. Russland, Ukraine, Deutschland und Frankreich. Aber das war 3-1. Denn Russland hatte ja da im Prinzip gegen 3 Gegner zu kämpfen. Und muss man eins sagen, Hollande war ja damals französischer Regierungschef. Der war ja nicht so sehr kooperativ wie der Macron. Merkel war nicht Schröder. Und ich möchte mir auch mal eine Bemerkung erlauben. Unter Schröder und Trump hätte dieser Krieg nicht begonnen. Das muss man mal aller klaren Deutlichkeit sagen. Und auch wenn ich da jetzt für Applaus, auch wenn ich dagegen jetzt bekämpft werde, das ist so. Und Willy Wimmer und Wolfgang Bittner, der ja bei Ihnen, Herr Müller, auch ab und zu mal, die bringen auch Beiträge, die sind, glaube ich, der gleichen Meinung, zumindest was Trump betrifft. Und dann möchte ich noch sagen, man hat so viel Angst, was wird aus Putin? Die Frage ist doch auch, was wird aus Zelensky? Wenn man jetzt hört, vorgestern, dass die Amerikaner Streubomben in die Ukraine schicken wollen, da frage ich mich, wie lange macht das ukrainische Volk diesen Zirkus noch mit? Denn eins ist klar, wir hören immer nur im Fernsehen, die ganze Ukraine will den Sieg, wir wollen keinen Frieden. Ich möchte mal wissen, wenn man in der Ukraine eine Befragung machen würde, wie viele Teile der Bevölkerung für einen sofortigen Frieden, also heißt Waffenstillstand, eintreten würde. Aber das fällt unserem Fernsehen, unserer Politik nicht ein, danach zu fragen. Und die Frage ist, was wäre natürlich, Sie haben ja vorhin angesprochen, dass der Zelensky ja auch bedroht worden ist, wenn er seine anfängliche Friedenspolitik gegenüber Russland beibehalten hätte. Was die Frage ist, was glauben Sie, was würde passieren, wenn die Streubomben jetzt noch... Ja. Danke für Ihre Frage. So, für diese Frage der Streubomben und so weiter, ich bin selber, wie Sie vielleicht kurz gesehen auf mein Lebenslang, ich habe den Genfer Zentrum für humanitäre Entminung kreiert in Genf. So, ich habe, das ist ein Thema, der mir ganz am Herzen liegt. Aber ihr werdet nicht viel darüber reden. Ich glaube, das ist selbstverständlich eine Idiotie, eine fertige Idiotie. Man kann nichts anderes sagen und da reden wir davon. Aber ich will vielleicht auf einen anderen Aspekt kommen, der interessant ist, wie lange kann die ukrainische Bevölkerung das noch leiden? Und ich habe das Gefühl, weil jetzt, das kommt natürlich in der Öffentlichkeit im Westen gar nicht, aber es sind jeden Tag Proteste in Ukraine, jeden Tag. Und die werden brutal erpresst und da hört man gar nicht davon. Weil eben unsere Propaganda will uns ein Bild eines einheitliches Volk hinter Zelensky. Das stimmt nicht ganz. Und das weiß man. Man weiß, dass die Soldaten wollen nicht mehr kämpfen. Übrigens, das war im Spiegel
kürzlich, oder es war sogar ein Bericht in der Spiegel, der sagte, dass die Besatzung von den Leopard 2 Panzer haben selber Probleme im Panzer kreiert, um nicht kämpfen zu müssen. Oder? Das heißt, die Soldaten wollen nicht mehr mitmachen. Und deshalb hat Ukraine, das kommt auch nicht in der Öffentlichkeit hier, Ukraine hat den Strafgesetz gegen Militär verschärft, einmal Ende letztes Jahr und nochmals Anfang dieses Jahres, um die Deserteure besser bestrafen und die Indisziplin besser bestrafen. Und es geht darum, obwohl das ist nicht explizit, es war ein Vorschlag im 2017, das explizit im Gesetz zu schreiben. Das ist heute nicht mehr explizit, aber das ist implizit bewilligt, dass ein Vorgesetzter kann seine Menschen umbringen, wenn die nicht kämpfen wollen. Und es gibt so sehr viele Einheiten, wie die berühmte, die ich schon erwähnt habe, diese Rechtsextremisten und paramilitärische Kräfte. Es wurde berichtet, jetzt, ich habe keine Beweise über das und ich muss das betonen, das ist für mich nicht bewiesen. Aber das entspricht einer gewissen Logik, deshalb sage ich das, aber mit sehr viel Vorsicht, ich muss sagen, weil nochmals, das ist vielleicht nicht wahr, wie gesagt. Aber es gibt diese paramilitärischen Kräfte sind da und man sieht auf der Karte, wo die sind genau. Und die, laut einiger Quellen, die sind da, um die Deserteure zu eliminieren. Das heißt, die Ukraine hat wirklich ein Problem. Die Leute wollen nicht mehr kämpfen, weil die sterben sehr viel. Und wissen Sie, das ist so, man sagt immer, dass die Russen große Verluste haben und so weiter. Im Dezember letztes Jahr, am 31. Dezember letztes Jahr, hat Ukraine das Hunderttausende Tote Russe gefeiert. Das heißt, in Kiew, die haben mit Laser projiziert 100k, das heißt 100.000, das heißt der hunderttausendste getötete Russe. Jetzt, wenn man, und das habe ich in meinem Bücher übrigens, wenn man die Website der russischen Opposition anschaut. Es gibt eine Website, die Verluste der Russen zählt, basierend auf die Todesanzeigen und so weiter. Diese Website heißt Mediasona. Er wurde zusammen mit BBC vom London, nicht vom Kreml, vom BBC, zusammengeschafft, um eben die russischen Verluste zu zählen. Und das hat mich interessiert zu sehen, was Mediasona am 31. Dezember letztes Jahr gesagt hat. Und der Zahl von Mediasona, der ehrlich gesagt ziemlich zuverlässig scheint, das war 10.000. Das heißt 10-mal weniger. Das heißt, dass wir im Verhältnis 1 zu 10 desinformiert werden. Und das stimmt irgendwie. Wissen Sie, die Russen schießen allgemein ein zehnfach mehr Artilleriegeschossen als die Ukrainer. Und man weiß jetzt statistisch, dass die ungefähr 75% der Verluste auf dem Schlachtfeld kommen aus der Artillerie. Das heißt, logischerweise sollten die Ukrainer ungefähr 10-mal mehr Verluste haben, rein aus diesem Aspekt. Obwohl, das ist rein statistisch, das ist nicht faktisch, aber trotzdem. Das heißt, die Zahlen von Mediasona scheinen mir ziemlich zuverlässig. Und ich glaube, dass die Russen haben viel weniger Verluste als die Ukrainer.
Im Gegenteil, die Ukrainer, und ich habe den Zahl vorher gezeigt, so 63% der Leute kennen mindestens 3 Personen, die gestorben sind, wenn man das alles zusammenrechnet. Und übrigens ein Website in Ukraine, aber da auch ich bin sehr vorsichtig, weil ich habe die Methodik nicht verfolgen können oder nicht richtig verfolgen können. Aber Ende letztes Jahr, diese Website, ukrainische Website, hatte von 400.000 Ukrainer getötet. 400.000. Aber nochmals, das ist nicht bestätigt. Ich habe nicht die Möglichkeit, das zu... Aber das gibt vielleicht Größenordnungen, die man im Kopf haben. Ich glaube, dass die ukrainische Bevölkerung leidet viel mehr vom Krieg, als man erzählt. Und davon, ich glaube, rein aus diesem Standpunkt, ich finde, was wir machen mit Ukraine, Waffen liefern und so weiter, ist einfach kriminell. Ingbert Jüth aus Karlsruhe. Eine kurze Frage, Herr Bo, haben Sie eine Meinung dazu, wer den Kachowka-Staudamm am Dnieper gesprengt hat? Nochmals? Der Kachowka-Staudamm, aha, der gesprengt wurde. Wer war's? Jetzt, solche Sachen sollten meines Erachtens durch unparteiliche, unabhängige, technische Kommission beurteilt werden. Das ist das erste Punkt. Das heißt, ich kann höchstens eine Meinung sagen, aber das heißt nicht, dass die Wahrheit ist. Ich habe den Fall studiert und wenn ich alle Elemente zusammenbringe, meine Analyse ist, dass im August, das heißt Sommer letztes Jahres, wollten die Ukrainer diesem Staudamm zerstören. Und die haben mehrere HIMARS-Raketen geschossen auf den Staudamm. Aber das ist natürlich, ein Staudamm ist zu groß für solche Raketen. Der HIMARS ist nicht sehr effizient für das. Das heißt, das ist nicht gelungen. Aber man sieht, es sind Löcher und so weiter. Und das Problem ist, dass diese Löcher, die haben den Staudamm nicht zerstört, aber die haben den Mechanismus der, wie sagt man das, der Schleusen oder Schleusen oder der Schleusen beschädigt. Und anfangs Mai dieses Jahres haben die Russen, weil das Problem ist, das Reservoir hinter dem Damm hatte sehr viel Wasser und ist das absichtlich oder nicht, ich weiß es nicht, aber sicher ist, dass upstream, das ist im oberhalb, haben die Ukrainer alle Dämmer geöffnet. Das heißt, der Staudamm in Novaya Kachovka hatte mehr zu viel Wasser. Die Russen wollten die Schleusen öffnen, um ein bisschen Wasser fließen lassen. Und weil die Schleuse beschädigt war, die haben das nicht machen können. Und man sieht die Satellitenbilder vom 4. 5. Mai dieses Jahres, das heißt einen Monat vor dem Ereignis. Die Russen haben versucht, das zu öffnen. Und das hat nicht funktioniert. Und so hat ein bisschen Wasser ist geflossen, aber nicht alles. Und ich glaube, das Problem ist, dass zu viel Wasser war im Reservoir. Und das hat am Schluss diese schon beschädigte Schleuse endlich zerstört und das hat die Zerstörung des Damms provoziert. Die einigen Explosionen, die man gesehen hat, sind nachher gekommen und meines Erachtens, das sind Panzerabwehrminen, die auf den Ufer
des Dnieps waren. Und die wurden durch den Strom genommen und die haben einfach explodiert, als die in der Nähe vom Damm gekommen sind. Aber das sind nicht diese Explosionen, die den Damm beschädigt haben. Die haben vielleicht die Situation nicht verbessert, aber das sind nicht am Ursprung. Ich glaube, hier hat man tatsächlich ein technisches Problem, verursacht durch die Ukrainer letztes Jahr. So, das wäre meine Erklärung. Mein Name ist Thomas Ulher, ich komme aus Nürnberg und ich bin der Aktivist, war auch schon öfter hier in Pleißweiler am Gespräch. Ganz kurz eine Bemerkung zu der Sache mit der Friedensbewegung, die da Probleme hat und was da los ist. Da würde ich als allererstes mal alle Einwesenden hier ermuntern wollen, in ihren jeweiligen Heimatgemeinden oder Orten, einfach sich bei den Leuten der Friedensbewegung zu melden. Da gibt es wahrscheinlich Friedensforen, irgendwelche Sachen, die sind immer offen, da kann man mitarbeiten. Oft ist es so, dass die Schwierigkeiten schon darin bestehen, dass da zu wenig Leute sind, die mitarbeiten und dann die Leute, die da sind, tatsächlich Aktivitäten leicht ausbremsen können. Das ist ein Ding. Und man erlebt natürlich auch, dass Institutionen wie der DGB oder so in ihren Aufrufen halt sehr massiv die Regierungspolitik mitstützen. Das muss man einfach sagen. Das ist so meine Wahrnehmung zu dem Thema. Aber wichtig wäre mir die Ermunterung bei der Frage konkret. Wie können Sie sich vorstellen, von Seiten jetzt des Westens, wie man aus dieser, aus meiner Wahrnehmung, komplett wahnsinnigen Kriegspolitik wieder herauskommt? Das ist ja unser Thema. Ja? Also seitens jetzt der Machthabenden, ja. Gibt es da überhaupt Gegenkräfte? Kann man da irgendwelche Hoffnungen haben, irgendwelche Tendenzen? Danke, das ist eine riesige Frage grundsätzlich. Ich habe keinen Kristallball, wie keiner von Ihnen. Das heißt, wir können nur Optionen entwickeln und so weiter. Und wir haben die Zeit nicht, um alle diese Optionen zu eruieren. Ich glaube vor allem, dass weil wir hier zusammen sind, um dieses Thema zu diskutieren, ich glaube, das Erste ist, dass zuerst müssen die Leute wahrnehmen, was dort tatsächlich passiert. Ich glaube, das ist das erste Schritt. Es gibt sehr viele Leute aus verschiedenen Medien hier. Das sind natürlich nicht die Hauptmedien, sondern hier kleinere Medien, aber die spielen auch eine wichtige Rolle. Das ist, warum sie sind hier übrigens. Das heißt, ich glaube, es gibt eine Verpflichtung von uns alle zu erklären, was ist genau und vor allem, dass man diese Polarisierung im Westen abschafft. So, Polarisierung führt nirgends. Wir müssen die Sache, einmal müssen wir, ich bin Schweizer, aber meine Familie ist zum größten Teil Französin. Ich habe viele Emotionen, aber mein Großvater hat zweimal Verdun gemacht gegen die Deutschen. Ich habe Familien im Zweiten Weltkrieg, die wurden von der Gestapo verhaftet wegen Widerstandsaktivitäten. Aber trotzdem, jetzt haben wir eine vernünftige Beziehung, oder? Wir haben diese Unterschiede, diese Krise, diese Mörder, alles, was man kann verstehen unter Krieg, haben wir die Weisheit gehabt, das auf der Seite zu lassen, um neue Beziehungen zu entwickeln. Ich glaube, wir müssen das gleiche Weg heute nehmen und man muss nicht, und deshalb ist das wichtig, die Aussage von Peter Maurer vorher, es geht nicht um zu wissen, wer ist böse, wer ist gut, sondern wir müssen eine Lösung finden. Und erst die Wahrnehmung, zweitens aufhören mit Waffenlieferungen, die keinen Sinn haben. Weil dazu, wir liefern an Ukraine Waffen, die nicht funktionieren.
Selenskyj selber hat sich beklagt. Er hat sich beklagt, weil wir liefern Waffen, die nicht funktional sind. Er hat selber gesagt, Flugabwehrraketen wurde von, er hat nicht welches Land zitiert, aber das ist ein europäisches Land, die haben diese Raketen zurückschicken müssen, weil die funktionierten einfach nicht. Man hat Panzer geliefert, die nicht einmal funktionierte. So, das heißt, wir wollen gegen die Russen etwas machen, aber wir machen das nicht einmal richtig, nicht einmal ehrlich. Wir sind nicht einmal gegenüber den Ukrainer ehrlich. Und das ist, diese Sache muss einfach aufhören. Fertig. Mein Name ist Hans Schäfer, ich komme aus Reutlingen und ich möchte den Blick ein kleines bisschen noch in eine andere Richtung lenken. In dem Krieg ist China nicht beteiligt, obwohl es sehr enge Beziehungen zu Russland hat. Die haben eine 2000 Jahre alte Militärtradition und mich würde interessieren, haben Sie weitergehende Kenntnisse aus chinesischer Seite, was wir erwarten können, wenn es zu Verhandlungen kommt über Waffenstillstand. Denn dann werden die Chinesen sicher eine große Rolle spielen. Das war eine kurze Frage für eine lange Antwort. Genau, das ist immer so. Leider, tut mir leid. Nein, ich werde versuchen, kurz zu halten. Nein, China hat seit Anfang des Konfliktes eine ganz klare Haltung. Die wollen sich nicht einmischen. Punkt. Und die machen das so. Und übrigens, als ich habe vorher über die Gespräche im März letztes Jahr, die schlussendlich zu einem Entwurf von Verhandlungen geführt, bevor diese Verhandlungen, das heißt im März letztes Jahr, hat Selenskyj drei Länder angefragt für eine Vermittlung. Er hat Israel gefragt, Türkei und China. Notabene nicht die Schweiz. Notabene. Und China hat versucht in der Zwischenzeit mit nicht ein Friedensplan, das stimmt nicht, das ist nie ein Friedensplan gemeint und das ist auch nicht so, aber China hat versucht, ein Friedensrahmen zu bringen. Und ich glaube, die Chinesen sind nicht interessiert an diesem Krieg. Die haben eine große Armee, aber das ist ein Land, der kein anderes Land angegriffen hat seit Jahrhunderten, mit Ausnahme von Vietnam in 1978 oder so. Das war ein Zwischenfall. Aber sonst, die Chinesen haben nicht im Sinn, Kriege zu machen. Wenn die Amerikaner würden nicht da kratzen, um etwas zu provozieren, die Chinesen sind sicher nicht eine Kriegsmacht. Das heißt, die Chinesen möchten eine Vermittlerrolle haben. Und wenn die eine Rolle spielen, das wird der da. Die werden meines Erachtens, jetzt, ich habe keinen Kristallball, meines Erachtens, die Chinesen wollen sich nicht im Konflikt einmischen. Die haben Interesse in der Ukraine, finanzielle und industrielle Interessen. Die sind gleichzeitig gut mit den Russen. Und das könnte eine Basis sein für eine Vermittlungsarbeit. Und ich glaube, das ist, was die Chinesen suchen, nichts mehr. Okay, danke. Mein Name ist Günter Beiger. Ich komme aus Luzern und ursprünglich auch aus Nürnberg. Meine Frage richtet sich auf Folgendes. In der Ukraine kämpfen inzwischen immer mehr Söldner. Und meine Frage lautet, wer zahlt die eigentlich? Also die Ukraine, ja, aber die fällt ja als Zahl aus, die sind ja klamm, die haben ja kein Geld. Also ist es wahrscheinlich indirekt der Westen. Und der Westen kann sich nicht verstecken, das wäre so, würden die Franzosen sagen, die in der Krieg, haha, die Waffen-SS geführt. Nein, das waren die französische Fremdenlegion, bezahlt
von den Franzosen. Und genauso ist es hier. Wer zahlt diese Söldner? Ja, klare Frage, klare Antwort. Theoretisch ist das die ukrainische Regierung, aber die ukrainische Regierung erhält sein Geld vom Westen. Das heißt, wir wissen, dass wir bezahlen diese Söldner im Grunde genommen. Da, im Grunde genommen, und das wurde bereits im Juni letztes Jahres, das ganze Militärapparatus in Ukraine läuft dank dem Westen. Punkt. Es gibt, und das haben die Ukrainer selber anerkannt. So, jeder weiß das. Seit Juni letztes Jahr, und ich glaube, das wurde, die Aussage ist vom 12. Juni. Seit 12. Juni funktioniert die ukrainische Armee nur dank dem Westen. Punkt. So, das ist die Frage, die Antwort. Jetzt, diese Freiwillige, sehr viele sind zurückgekommen. Sehr viele. Weil die wurden missgehandelt in Ukraine. Die haben sehr viel, haben sehr, sehr kritische Berichte gebracht. Vor allem in Kanada, Großbritannien. Die haben gesagt, übrigens, Söldner oder Freiwillige, man kann über das Wort streiten. Er hat gesagt, die Ukrainer nehmen uns als Kanonenfutter. Punkt. Das hat er klar gesagt. Und es gab eine, Sie wissen, dass die Russen haben diese sogenannte Wagner-Einheit. Und auf der Seite der Ukraine, die Amerikaner haben so eine Mozart-Einheit gebildet. Mozart, jawohl. Und das war geführt durch ein ehemaliger Oberste der amerikanischen Armee. Und es waren einige Freiwilligen, vor allem Amerikaner, waren in dieser Einheit. Schlussendlich hat er die ganze Einheit zurückgezogen in Amerika und hat eine sehr interessante Bericht geschrieben, geschrieben, auch Interview in verschiedenen Medien, wo er gesagt hat, wir kämpfen nicht mehr mit den Ukrainern, die machen Kriegsverbrechen über Kriegsverbrechen und wir wollen nicht mehr mit Ukraine zu tun haben. Und das hat natürlich sehr viel Skandal in Amerika gemacht. Das hat man ein bisschen unterdrückt, weil das war ein Oberst, ehemaliger Oberst der amerikanischen Armee mit Soldaten. Das heißt, diese Söldner, ich glaube, einige sind dort noch, aber sehr viele sind enttäuscht und zurückgekommen. Mein Name ist Thorsten Wenzel, ich komme aus der Region Frankfurt und ich hätte eine Frage nach den Motiven sowohl von Russland als auch den USA. Und Ersteres, wenn ich darf, mit einer Prise Kritik an Ihrem Vortrag. Sie haben es ein bisschen so dargestellt, dass wenn die wesentliche Motivation von Russland oder Putin darin besteht, sagen wir, die ethnische Minderheit im Osten zu schützen. Und ich denke auch, das ist plausibel, dass das eine Rolle spielt. Aber was mir eigentlich viel plausibler erscheint, ist, dass es letztlich darum geht, zu verhindern, dass die Ukraine im westlichen, im amerikanischen Camp landet, NATO-Mitglied wird und dass dann Militärstützpunkte, NATO-Stützpunkte an der russischen Grenze stehen. Und das scheint mir als Erklärung auch wesentlich besser dazu zu passen, was Putin oder Russland am 17.12.21 gefordert hat und zu der Tatsache, dass man eben auch auf Kiew marschiert ist. Also mir scheint das der wesentliche Grund zu sein. Nein, und darf ich noch eine zweite? Das ist sehr gut. Entschuldigung. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin natürlich in meiner Ausführung bin ich nicht in alle Details gegangen. Man muss verstehen, wie die Russen das militärische Denken bei den Russen. Die denken wie Clausewitz. Das heißt, Politik ist Fortsetzung oder Krieg ist Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt konkret, das heißt, wenn Sie einen militärischen Erfolg haben, Sie werden das umsetzen in einen politischen Erfolg. Das heißt, dass der Grund für die Intervention war tatsächlich der Schutz der Bevölkerung. Aber das sieht man auch klar in beiden Diskussionen, die im Februar entstanden sind und im März dieses Jahres entstanden ist, dass die Russen aufgrund auf ihren militärischen Erfolge werden mehr verlangen. Das ist das Problem. Das ist die werden die militärischen Erfolge ausnützen und sagen, ja, okay, ja, das ist mein Erfolg, aber jetzt, wenn Sie da in einer schwachen Position sind,
da, ich will noch das da. Und er will neutralisieren. Übrigens, in der Vorschlag von Zelensky letztes Jahr war, und das war der Vorschlag von Zelensky, nicht von Putin, Neutralisierung von Ukraine, keine fremden Truppen in Ukraine, die Bewaffnung von Ukraine unter dem Monitoring, Überwachung von Großmächte inklusive Russland und nachher Diskussion oder Verhandlung über den Status vom Donbass und so weiter. Krim war mehr oder weniger der Fall erledigt und so weiter. So, das heißt im Prinzip bereits im März dieses Jahr diese Mechanik des militärischen Ziels zugunsten ein politischen Ziel war bereits in der Pipeline sozusagen. Entschuldigung, ich habe Ja, wenn ich darf, noch die zweite Hälfte von der Frage. Was mir eigentlich ein fast größeres Rätsel ist, ist das Verhalten der Amerikaner. Tatsache ist ja, dass der eigentliche geopolitische Herausforderer ist nicht Russland, sondern China. Und das hätte ja eigentlich aus Sicht der Amerikaner nahegelegt, sozusagen Russland zu versuchen, in das eigene Camp zu ziehen und nicht zum Vasallen Chinas zu machen. Warum hat man also nicht eine Neutralität der Ukraine akzeptiert, entweder im Dezember 21 oder spätestens im März 22? Danke. Ja. Das ist eine gute Frage, aber wenn Sie sich die Karte der Welt darstellen, Russland ist mehr oder weniger eine Kreuzung, oder? Das ist ein Land mit sehr vielen Ressourcen, Naturressourcen, Öl und so weiter. Und das ist ein Land, der sowohl in Asien ist, als auch in Europa. Jetzt, die Amerikaner haben eine Wahl. Entweder Russland geht mit Europa und dann hat Amerika zwei Feinde, sozusagen, oder ein Großmacht Europa mit Russland, so ein Konkurrent sozusagen, plus China, oder die behalten Europa als Freund und die akzeptieren die Idee, dass China und Russland machen nur ein Block. Und das ist einfacher, nur ein Block aus zwei Seiten zu bekämpfen, als zwei Blöcke aus einer Seite zu bekämpfen. Und das ist nicht meine Erfindung. Es wurden in 2020, Anfang 2021, Überlegungen über das in Amerika. Und zwar nicht in kleinen Zeitungen, sondern Foreign Affairs, Foreign Policy und so weiter. Was am besten ist. Und im Grunde genommen, wir sehen das natürlich mit den Augen von den Europäern. Aber wenn Sie die Welt schauen aus der Sicht der Amerikaner, vielleicht die Idee, dass die Russen und die Chinesen zusammen sind, ist einfach um Sanktionen, wie sie können die besser, fast besser isolieren sozusagen, mit aller Vorsicht, weil das ist ein Land zu isolieren, vor allem China, ist sehr schwierig. Aber das ist nicht unbedingt ein Nachteil für Amerika. Nicht unbedingt. Mein Name ist Dirk Lingenfelder und ich komme aus dem Großraum Stuttgart. Sehr geehrter Herr Bo, darf ich Sie um Einschätzung zu zwei Punkten bitten? Punkt 1, wie schätzen Sie, ja, wie will man es nennen, den Aufstand, den Putsch, die Meuterei von Prigozhin und einem Teil seiner Wagner-Gruppe ein? Und zum zweiten Punkt, Sie haben ja schon den enormen Blutzoll angesprochen. Wie schätzen Sie ein, wie lange kann eigentlich die Ukraine unter den gegenwärtigen Bedingungen, also finanzielle Unterstützung des Westens, Munitionslieferungen, Waffenlieferungen, aber kein Eingreifen mit regulären Truppenverbänden, wie lange kann die Ukraine eigentlich Russland standhalten und was wäre die Folge eines Zusammenbruchs der Ukraine aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das ist Josep Borrell, der Minister von Europa, hat gesagt, wenn wir die Unterstützung an Ukraine stoppen, Ukraine innerhalb Tagen ist fertig. Das beantwortet einen Teil der Frage. Das heißt, jetzt
Ukraine hängt vom Westen ab. In alle Sinn. Ich habe vorher das Militär angesprochen, aber im Grunde genommen auch wirtschaftlich die Ukraine. Das größte wirtschaftliche oder das beste wirtschaftliche Gebiet in Ukraine war der Donbass und der südliche Teil des Landes, oder? Heutzutage bleiben natürlich die Landwirtschaft und alles, da kann sicher Ukraine etwas tun. Und übrigens, Ukraine hat sehr gut ausgebildete Leute und sehr begabte Leute, oder? So, ich habe keinen Zweifel, dass Ukraine kann als Land überleben. So, es geht nicht um eine Totalzerstörung des Landes. Aber trotzdem, Ukraine hängt vom Westen ab. Und das ist auch klar, dass die wissen das. Und jetzt in den nächsten Wochen, die Frage und nächsten Monate, ich glaube noch in diesem Jahr, das heißt, wie will man diesen Krieg enden? Und am Schluss wird ihn zurück an die Frage vorher, was könnte passieren, was müssen die Europäer tun? Ich glaube, solange die Europäer blind bleiben mit Leuten wie, Entschuldigung, Ursula von der Leyen und so weiter, das sind Leute, die, ich glaube, sind einfach ja, unfähig, Leute die Probleme zu sehen. Solange solche Leute an der Spitze der EU sind, es gibt keine großen Hoffnungen. Das ist meine Aussage, aber vielleicht. Leider ist die richtig. Sie haben das Privileg, die Letzte zu sein. Ich bin auch die einzige Frau, die spricht heute. Also deshalb auch eine Frauenfrage. Martina Helfenstein, mein Name. Ich komme aus dem Hunsrück. Wir haben sehr viele amerikanisch stationierten Soldaten gehabt. Inzwischen haben wir viele Russlanddeutschen. Mich interessiert der emotionale Krieg, der in Deutschland von Deutschen gegen Russen geführt wird. Nur mal ein Beispiel. Die Zugefrau meiner Mutter ist Russlanddeutsche, die kriegt Morddrohungen. Ich gehe letzten Herbst am Nachbarn vorbei, der seit Wochen Holz am Sägen und am Stapeln ist, und ich rufe ihm so im Scherz zu, du gönnst dem Putin aber gar nichts. Und da sagt er, den täte ich am liebsten totschlagen. Gorbatschow stirbt, Deutschland schickt einen Hausmeister. Es wird im Deutschen Bundestag Befreiung von Auschwitz gefeiert. Hinz und Kunz ist eingeladen. Wer nicht? Die Russen, die Auschwitz befreit haben. So, wo kommt der Hass der Deutschen auf die Russen her? Beziehungsweise was ist als Sockel immer da gewesen, dass es so hochgejatzt werden konnte? Meine These ist, wir Deutschen können den Russen nicht verzeihen, dass sie 27 Millionen Menschen von uns haben umbringen lassen. So, das ist eine Aussage. Das sind Sachen, natürlich, das ist so. Wir haben alle als Bürger, nicht nur Individuen, aber als Bürger, als Mitglieder oder Bürger eines Landes, wir haben die Geschichte. Es sind natürlich Emotionen überall, auf beide Seiten, oder? Schlussendlich, der Krieg ist nicht sehr weit, auch der Zweite Weltkrieg übrigens ist nicht sehr weit. Einige Leute heute haben das noch erlebt irgendwie, und die Schlussfolgerungen waren auch sehr streng für viele Länder, inklusive natürlich Deutschland, aber nicht nur. Das heißt, es gibt immer noch sehr viele Emotionen. Ich glaube, das Problem hier, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, wir haben Kriege erlebt, aber wir haben auch irgendwie damals eine gewisse Weisheit, diese Emotionen zu überwinden und am Schluss Frieden zu machen. Und ich glaube, was das Problem ist, dass es gibt immer einen Hass von jemandem. Das bleibt immer. Wissen Sie, wenn Sie fragen an den Engländer, was sind die,
ihre besten Feinde, die werden sagen, die Franzosen. Obwohl die sind nie im Krieg, seit Napoleon nicht mehr im Krieg gegen die Franzosen gewesen. Aber ihre besten Feinde sind die Franzosen. So, es sind Elemente, die man nicht unbedingt alles betrachtet. Das liegt irgendwie in unserer Kultur und so weiter. Aber was die Kultur... Darf ich kurz dazwischen fragen? Sie haben also keine geheimdienstlichen Erkenntnisse darüber, weshalb diese Stimmung so eindeutig brutal gegen Russen ist. Ich komme dazu. Was die Kultur zerstören kann die Kultur auch verbessern. Und das ist das Problem, dass heute, ich habe das Gefühl, ich habe das mehrmals in meinen Büchern gesehen, wissen Sie, wenn man russische Bäume aus internationale Wettbewerb für das schönste Baum in der Welt. Wenn man die russischen Bäume ausschließt, Sie haben die erste Folie der meiner Präsentation hatte die kleine, wie heißt sie, Mascha und der Bär. Warum habe ich das? Weil in gewissen Ländern in Europa wurde Mascha und der Bär verboten, weil das ist russische Propaganda. Und deshalb habe ich das auf meiner Präsentation. Man hat russische Pferde aus Wettbewerb ausgeschmissen. Das heißt, alle diese Sachen, die sind total unnötig, weil das hilft Zelensky gar nicht. Das stimuliert nur Hass. Und das ist genau was, und dafür bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber unseren Medien. Ich hoffe, dass einige Journalisten im Saal sind. Weil die haben mit diesem Hass mitgemacht. Die haben die sogar stimuliert. Die haben die sogar kreiert. Und wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass ein Ukrainer Russen hasst. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass Russen Ukrainer hasst. Die sind im Krieg. Das ist logisch. Die Ukrainer haben Russen getötet. Russen haben Ukrainer getötet. Ich kann diesen Hass verstehen. Aber warum sollte ein Schweizer, ein Deutscher oder ein Belgier das den gleichen Hass teilen? Das hat keinen Sinn. Wir haben das Privileg, außerhalb dieses Konflikts zu sein. Das Privileg erlaubt uns, beide irgendwie mit Beratung, zu helfen. Mindestens den Konflikt einzudämmen, vielleicht. Also, aber wir machen das nicht. Wir stimulieren nur das Konflikt. Und das ist, was mich stört. Und es geht nicht nur um Nachrichtendienst, es geht auch um die allgemeine Kultur. Ich behaupte, dass, wie gesagt, was die Kultur reparieren kann, die kann auch zerstören. Und jetzt, wir haben nur das Zerstörungsvermögen der Medien benutzt. Und das ist falsch. Über Prigozhin. Das wurde total falsch in unseren Medien dargestellt. Das ist keine Überraschung. Das Problem ist folgendes. Im Oktober letztes Jahres haben die Russen eine neue Strategie, könnte man sagen,
implementiert. Die haben gesagt, und General Surowikin, der Oberkommandant der Streitkräften russischen Streitkräften in Ukraine, hat gesagt, ab jetzt, wir wollen keine große Offensivoperation machen, wir zerstören der Feind, wenn er uns angreift. So ist das. Und die haben gesagt, wir werden das in Bachmut machen, weil da die Ukrainer waren sehr, die wollten diesen Dorf oder Stadt behalten, und die Russen haben gesagt, oder ja, Wissowikin hat gesagt, okay, wir zerstören den Feind in Bachmut. Wir wollen nicht den Stadt einnehmen, wir wollen nur den Feind zerstören. Und er hat speziell Wagner dafür beauftragt. Wagner, das sind Infanteriesoldaten. Die haben keine Panzer, keine Artillerie, die haben nur Gewehre und Handgranaten. Das geht um das. Und so, vom Ende Oktober bis Ende April, die haben einen 6-Monate-Vertrag gemacht. Und in diesen 6 Monaten, es war die Idee, dass das Feind in Bachmut würde zerstört. So haben die Wagner-Musiker gearbeitet. Und Ende April dieses Jahres, der Vertrag ist abgelaufen und der Generalstab in Moskau hat gesagt, okay, sie haben gute Arbeit geleistet, 95% des Feindes in Bachmut wurde zerstört, gut, gut gemacht, tschüss, wir bezahlen und fertig. Und dann ist Prigozhin gekommen. Und das hat man in den Medien gesagt. Also nein, 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 wir wollen die Arbeit fertig machen. Wir wollen das für die letzte 5% noch einnehmen, der Stadt und so weiter. Und da hat er gerufen und gefragt. Er sagt, man will uns keine Munition geben, keine Artillerie und. Schlussendlich haben die Russen, der Generalstab hat gesagt, okay, wir machen das. Die haben den Vertrag bis der Einnahme des letzten Gebäudes in Bachmut entschieden. Das heißt, das ist bis am 20. Mai. Das heißt, der Vertrag mit Wagner am 21. Mai abgelaufen ist. Punkt. Und dann hat es geheißen, weil Wagner ist eigenartig in der russischen Armee. Das heißt, er war nicht in der russischen Armee zuerst. Das ist ein Verband, der mit der russischen Armee eingesetzt worden ist. Und das passte das russische Kommando gar nichts. Die wollen alle diese Verbände weg und die wollten alle Truppen, die in Ukraine angesetzt werden, nur unter dem Kommando von Moskau. Und deshalb, die haben entschieden, dass alle Privatverbände, weil es war einige, ich habe vorher gesagt, es war einige im Donbass, während seit 2014 und so weiter, waren sehr viele Freiwilligen und so weiter. Und da der Generalstab hat gesagt, jetzt fertig mit dem, entweder sind sie Teil der russischen Armee oder sie gehen daheim zurück. Und so ist das gewesen. Und die Wagner sollte am 1. Juli alles aufgelöst werden und die Truppen hätten dann die Möglichkeit, in der russischen Armee einen Vertrag zu haben. Das war die Idee. Das Problem ist, dass Prigozhin wollte sein, weil das ist ein Unternehmen und er wollte sein Unternehmen nicht auflösen und deshalb er wollte mit Shoigu und Gerasimov zwischen 4 Augen diskutieren. Und es geht rein um das. Punkt. Es gibt keinen Putsch, es hat nie Putin erwähnt, es geht nicht um einen Machtputsch, es geht nicht um einen Coup, es geht nicht um das. Das hat er ständig gesagt, Prigozhin hat gesagt, das ist nur eine Erfindung unserer Medien. Punkt. Wollte aber noch auf Ihre Frage eingehen, weil das ein guter Einstieg für das Schlusswort ist. Ich halte diese Frage, wo kommt der Hass auf die Russen her, für eine sehr zentrale Frage, auch für das weitere Vorgehen. Ich komme gleich drauf. Vorweg will ich sagen, ich würde jetzt gerne bei den Nachdenkzeiten
diese Frage als Rubrik bringen und öfter mal antworten oder belegen, wie in unseren Medien dieser Hass geschürt und aufrechterhalten wird. Das wird nämlich systematisch betrieben. Und jetzt muss ich ganz weit zurück zu meinem Großvater und dann bin ich bei Ihrer emotionalen Seite. Vorhin hat aber auch mit dieser Frage zu tun. Mein Großvater hat mir 1950, da war ich 12 Jahre alt, ich habe ihn ab und zu mal regelmäßig ein Ei und Wein und Zucker verquirlt und habe es ihm ins Bett gebracht, da war er schon 80 Jahre alt. Und der hat gesagt, Albrecht, ihr müsst dafür sorgen, dass wir die Welschen, so hießen die Franzosen bei uns, oder die Wackes, dass wir die noch mal richtig zusammenschlagen. Das hat ein Mann gesagt, dessen Sohn schon im ersten, einer Sohn, nicht mein Vater, aber der Bruder meines Vaters, schon im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Davon sind wir heute weit entfernt. Wir haben hier, Bergzabern ist ein prima Demonstrationsobjekt, wir haben hier im Norden von Bergzabern noch in der Stadt Westwall-Einrichtungen. Heute ist das ein Museum. Wir haben auf der französischen Seite im Elsass die Maginot-Linie. Ich nehme an, dass das auch ein Museum ist. Wir haben diesen Konflikt zwischen Deutschen und Franzosen, zwischen Pfälzern und Elsässern, Gott sei Dank nicht mehr. Und es ist auch abgebaut und wir hoffen, dass das auch nie mehr wiederkommt. Aber das war ja möglich, also von der Hassaufforderung meines Großvaters bis zu dieser Versöhnung, die wir hier jetzt gerade in dieser Region haben, war ja ein Schritt. Und so müssen wir das mit den Russen auch versuchen. Und da ist dann die Analyse dessen, was in den Medien permanent geschieht und was hier an Aggressionspropaganda gemacht wird, diese Analyse ist wichtig. Und es ist wichtig, dass Sie alle das weitertragen, dass Sie darauf aufmerksam machen, wie systematisch der Hass auf ein anderes großes Volk geschürt wird, mit dem wir uns ja mal einig waren. Also 1990 haben wir uns verständigt mit der Sowjetunion und wir haben uns verständigt mit Russland. Und Putin hat 2001 eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag, wo er die Zusammenarbeit zwischen Russland, Asien und, oder er hat gesagt, von Lissabon bis Wladiwostok, oder umgekehrt. Also das war ja, wir waren ja schon viel weiter und wenn wir schon weiter waren, dann können wir auch hoffentlich in der Zukunft wieder weiterkommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dazu beigetragen haben, heute viel Fakten dazu zu liefern, dass wir in unserer Argumentation gegen Krieg und Argumentation für Frieden weiterkommen. Und Ihnen allen danke ich dafür, dass Sie gekommen sind und dass Sie auch so viele noch geblieben sind bei einer langen Veranstaltung von immerhin jetzt dreiviertel Stunden. Also herzlichen Dank und gute Nachmittag. Danke Ihnen. Thank you.